Die Gesundheitswochen in Bad Kissingen nähern sich in großen Schritten. Vom 1. bis zum 31. Mai dreht sich in der Kurstadt und den 8 Ortsteilen alles rund um die Themen Gesundheit und Prävention. Die Veranstaltungsreihe hat sich aus den Bad Kissinger Gesundheitstagen entwickelt. Der Gedanke dahinter ist, dass wir vor allem auch unsere Vereine einbeziehen wollen und dass wir das ganze Repertoire, was wir in Bad Kissingen an Möglichkeiten haben, nicht nur für Gäste, Touristen und Interessierte, sondern unter dem Motto Bad Kissingen bewegt sich vor allem auch für die Bevölkerung in Bad Kissingen Mehrwert schaffen sollen. Weil wir wissen ja alle, nach der Corona-Zeit sind wir alle so ein bisschen eingerostet und das dienen diese über 470 Veranstaltungen vor allem auch, dass wir die Vereine sich vorstellen und dass man sich, Gesundheit ist ja ein ganzheitliches Konzept, dass man sich nicht nur partikular dafür interessiert, sondern dauerhaft auch engagiert. Auch die berühmten Bad Kissinger Heilquellen spielen bei den Gesundheitswochen eine wichtige Rolle. So wird im Mai in der Brunnenhalle täglich Heilwasser ausgeschenkt. Heilwasser zählt zu den ältesten Naturheilmitteln. Seine vorbeugende, lindernde und heilende Wirkung ist Medizinern bereits seit über 500 Jahren bekannt. Alle 7 Heilbrunnen der Kurstadt sind reich an Mineralien und Spurenelementen. Das Wasser der Quellen wird zum Beispiel zur Regulierung der Verdauung, bei Atemwegserkrankungen, zum Stressabbau oder auch bei Blutarmut eingesetzt. Der Heilwasserausschank ist während der Gesundheitswochen nur einer von vielen Programmpunkten. Wir bekommen Ärzte und Therapeuten ganz nah an uns heran. Wir können Therapeuten verschiedene Fragen stellen, zum Beispiel am 11. Mai, das ist der Aktionstag Therapie, oder auch am 10. Mai, der Aktionstag ambulante Badekur. Einfach mal um die Persönlichkeiten, um die es dreht, eigentlich mal direkt aus der Quelle zu fragen, Mensch, worum geht's denn bei diesen Therapien, was kann ich mir darunter vorstellen und was passt genau für mich? Und das ist auch für jede Zielgruppe eigentlich super geeignet. Es ist natürlich auch was für unsere Kleinen dabei und auch für die Älteren, die gerne sich mit ihrer eigenen Gesundheit beschäftigen. Die Bad Kissinger Gesundheitswochen mit den Kissinger Vereinstagen werden gemeinsam von der Stadt Bad Kissingen und der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH organisiert. Das ausführliche Programm gibt es unter gesundheitswochen.badkissingen.de.